Seit dem 2015 reise ich regelmässig in den Wintermonaten nach Nordnorwegen, um die faszinierenden Polarlichter am Nachthimmel festzuhalten. In diesem Videotutorial möchte ich euch zeigen, was man beachten muss bei der Nordlichterfotografie. Als erstes ist es natürlich wichtig, einen geeigneten Ort in der Dunkelheit aufzusuchen, der wenig oder am besten gar kein Umgebungslicht hat. Sehr schön ist es, wenn zudem auch Motive wie Fjorde, Berge oder Wasser in die Bildgestaltung mit einbezogen werden können. Wenn du den geeigneten Ort gefunden hast, bereite dich und die Kamera für die Nordlichter vor. Stell dein Stativ auf einem festen, wackelfreien Boden und montiere deine Kamera darauf. Die Kamera sollte unbedingt im manuellen Modus betrieben werden. Als erstes stellen wir die Blende auf den tiefsten Wert, zum Beispiel f2.8 oder f1.8. So haben wir am meisten Lichteinfall in der Dunkelheit, um die Nordlichter auf dem Chip der Kamera festzuhalten. Falls noch Filter auf dem Objektiv sind, sollten diese entfernt werden. Zuerst stellen wir die Bildschärfe ein. Das Objektiv bzw. die Kamera ist auf manuellem Fokus eingestellt. Wähle einen sehr hellen Stern am Himmel. Stelle am Objektiv den Fokusring auf unendlich. Das Bild wird nicht genau an der Markierung des Objektives scharf sein. Darum musst du hier etwas nachstellen, bis der hellste Stern am Himmel scharf im Display der Kamera erscheint. Für spiegellose Kameras ist hier die Focus-Peaking-Funktion ein sehr gutes Hilfswerkzeug, um die Bildschärfe einzustellen. Wähle einen Weißabgleich nach deinem Geschmack. Ich persönlich arbeite meistens mit dem Tageslichtweißabgleich der Kamera. Die Farben sind etwas kühler und das passt für mich gut zur Winterjahreszeit. Wenn du im RAW-Format fotografierst, was sowieso empfehlenswert ist, kann dieser auch nachher bei der Bildentwicklung, zum Beispiel in Lightroom, bearbeitet werden. Wähle den für deine Kamera geeigneten ISO-Wert. Je größer der Sensor der Kamera, desto weniger Bildrauschen wird in den Bildern sichtbar sein. ISO-Werte bis 1600 sind meistens bedenkenlos und gut, um mit der Fotografie im Dunkeln zu starten. Je nach Sensorgröße der Kamera kann das auch bis ISO 6400 sein. Ab 6400 ISO solltest du dir bewusst sein, wie stark deine Kamera in den Bildern rauscht. Der benötigte ISO-Wert ist auch abhängig von der Stärke der Nordlichter und der Belichtungsdauer. Jetzt wählen wir die Verschlusszeit bzw. die Dauer der Belichtung. Nordlichter können sich sehr schnell am Himmel bewegen. Dann sind kurze Verschlusszeiten nötig, um auch die Form festzuhalten. Bei ruhigeren Nordlichterbögen, wie sie häufig auftreten, können schwache Nordlichter auch länger belichtet werden. Die Verschlusszeit wird aber generell möglichst kurz gehalten, um wegen der Erdrotation keine Kommas der runden Sterne zu erhalten. Ein idealer Wert ist hier zwischen 1 bis 15 Sekunden. Da Nordlichter sehr unterschiedlich in der Stärke erscheinen, gibt es keine universelle Einstellung, die immer funktioniert. Der ISO-Wert und die Belichtungsdauer sind abhängig von der Stärke der Nordlichter. Bei stark auftretenden Nordlichtern mit KP5 und einer Blende von 1.4 ist es möglich, mit einer Sekunde bei ISO 6400 zu fotografieren. Um Verwackelungen beim Auslösen der Kamera zu vermeiden, verwendet man am einfachsten einen Kabelauslöser oder den Selbstauslöser der Kamera. Genügend Akkus, Speicher und gute Kleider helfen dir wesentlich bei deinem Nordlichterabenteuer. Ich wünsche dir gut Licht.